können wir loslegen. Aber das lässt sich doch einrichten, Captain O'Hare. Das ist ja wirklich furchtbar. Die Kröten haben einen Planetenklimakonverter erfunden. Und Genos ist das nächste Ziel der Kröteninvasionsstreitmacht. So etwas Absurdes, das wagen die nie, nicht bei unserem Verteidigungssystem. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns entschlossen haben, die Raumflotte zu vergrößern. Na, ist das nicht? Das Schiff heißt die Unermüdlichen. Ich bin überwältigt. Das ist besser als gar nichts. Kommt, wir gehen zurück auf unser Schiff. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie der Hyperantriebmechaniker? Jawollo, finde ich hier das Raumschiff, die starke Tierunion? Darf ich bitten, Sir? Captain O'Hare, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Gestatten Sie, dass ich Ihnen meine Unterlagen überreiche? Elmigator, Hyperantriebmechaniker. Stehen zu Ihren Diensten, Sir. Seine Zeugnisse sehen hervorragend aus, erstklassig. Also ich weiß nicht, diese Elmigator hat etwas an sich, das lässt mir glatt die Haare zu Berge stehen. Ist doch klar, weil ihr eine Ekelechse ist und ich habe noch nie etwas Gutes über Ekelechsen gehört. Ja, und ich kenne Leute, die sagen so etwas auch über Piraten. Stell ihn lieber nicht ein, Bucky. Okay, Earl, ich werde es mit dir versuchen. Commander Dogstar, übernehmen Sie die Unermüdlichen? Aber mit dem größten Vergnügen, mein Junge. Meine Mannschaft ist bereits an Bord und erwartet mich. Der Geruch kommt mir bekannt vor. Ja, wir hatten schon mal das Vergnügen. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, wo. Angeblich sollen alle Ekelechsen gleich riechen. Auf Gerüche bin ich geeicht. Wir sehen uns dann im Weltall, Bucky. Ich bin ganz Jennys und Deadeyes Meinung, Bucky. Ich traue dem Kerl einfach nicht über den Weg. Vielleicht sollte ich doch an Bord bleiben. Mach dir um uns keine Sorgen, Willy. Du musst nach Hause zurück und in die Schule. Das ist dein Befehl. Okay, Bucky. Aber ich komme so schnell wie möglich wieder zurück. Passt gut auf euch auf. Wiedersehen, Willy. Oh nein, die schon wieder. Warum hast du es denn so eilig, Mr. Genie? Ich habe Kröten gesehen, die haben mir mehr Angst eingejagt als du. Jetzt pass mal gut auf, McKenna. Ich fordere dich heraus. Du wirst um 3 Uhr im Werkraum gegen mich antreten. Ich habe die Wahl der Waffen, kapiert? Okay, mein Kleiner. Aber wehe, du kommst nicht sonst. Und der Photonenbeschleuniger ist da drüben. Natürlich steht er da drüben. Oder glaubst du, das weiß ich nicht? Meine Güte, ist das ein schönes Raumschiff. Junge, Junge, ich bin sehr beeindruckt. Alles scheint tipptopp in Ordnung zu sein. Ja, in der Tat. Der Photonenbeschleuniger ist da drüben. Na, sieh mal, Bananenschalen, gehört das zur Zucht und Ordnung in einem Raumschiff? Räumen Sie sofort weg. Na, was haben wir denn hier Schönes? Nimm deine fiesen Echsenflossen da weg, du verschuckter Schurke! Du bist ja ganz schön neugierig, steckst einfach deine Nase da rein, wo sie nichts zu suchen hat, was? Na, hallo? Geld? Haha! Schließlich bin ich doch ein Pirat. Nein, nein, das ist Willis Geld. Aber wie lautet das Piratenmotto? Alles Geld ist Piratengeld. Und was ist, wenn er nicht wiederkommt? Hä? Natürlich, es ist meine Pflicht, es zu nehmen und für ihn aufzubewahren. Also, wie soll's jetzt weitergehen, du Saftnase? Ich sagte, ich habe die Wahl der Waffen und ich wähle das hier. Soll ich dich etwa mit einem Zettel verprügeln? Wir werden jetzt einen physikalischen Versuch durchführen. Das hier ist ein Skateboard mit einem Computer, der jede deiner Bewegungen analysiert. Geschwindigkeit, Balance. Ich mache keine blöden physikalischen Experimente. Na schön, wenn du Angst hast. Hey, Doug, das ist echt spitze. Ein Skateboard mit eingebautem Computer. Ach, okay, von mir aus bauen wir es. Aber wenn irgendwas schief läuft, kannst du dich auf eine Abreibung gefasst machen.
Tja, liebe Kröten, für einen Kröten-Dollar pro Tag kann die Sonderbadeanzug-Ausgabe der Warzen Illustrierten Ihnen gehören. Exklusiv mit dem Supermodell Veruca. Huba, Huba, ganz fertig. Die Warzen Illustrierte, das Monatsmagazin der wilden Stammesfäden, getarnt als spannende Sportereignisse. Verzieh dich! Sie schafft, wir sind beschäftigt. Das nächste Mal sind es eure Köpfe. Was soll denn der Krach hier? Ja, ich höre. Ich befehle die Invasion auf Genus. Aber das ist doch mein Mutterschiff. Jetzt ist es meins. Irgendwelche Einwände? Nein, keine. Na schön, es soll Ihnen gehören. Complex hat das Vertrauen in dich verloren. Ich bin hier, um den Erfolg der Mission zu sichern. Wo steckt dein Spion mit den Freigabecodes? Es ist unterwegs. Wehe, er kommt nicht. Bluse, Detta würde gern mit dir und Blinky ein paar Takte reden. Kann ich mir vorstellen. Ach, diese verschuppte Ekelechse. Ich wusste, dass man dir nicht trauen darf. Dann wollen wir mal, Computer. Lade alle Sicherheits- und Freigabecodes. Baki, da ist jemand mit einem Schnüffler in unsere Datenbank eingebrochen. El Negator. Warum habe ich nicht auf die warnenden Worte gehört? Bruiser, wir müssen die Tür aufbekommen. Ja, Sir. Dann werde ich mich mal anstrengen. Er ist weg. Was hat er vor? Er kann doch nicht einfach abhauen. Er entwischt mit dem Krötenjäger. Ich werde mich in seine Schuppen heften. Herr, wie wär's denn, wenn ich ihm ein oder zwei Dinger vor den Bug knalle, Bucky? Tu das! Ich hoffe nur, die Ekelechse hat keinen Mist gebaut. Wie ein richtiger Mechaniker sah das Tier nicht aus. No. Hey Bruiser, hey Blinky, was gibt's denn Neues? Ach du meine Sterne. Ein Krötenmutterschiff. Wir dürfen ihn nicht mit den Codes entkommen lassen. Um keinen Preis der Galaxis. Schieß ihn dem Krötenjäger unter der Schwanzflosse weg. Jetzt sitzt du in der Falle, Bakio. Meine Tür. Jenny, ist alles in Ordnung bei dir? El Negator hat unsere gesamte Steuerung sabotiert. Wir sind verloren. Ach du lieber Gott, was ist denn hier los? Willi, schön, dass du wieder da bist. Aber du hast dir einen schlechten Zeitpunkt für deinen Besuch ausgesucht. Ich habe ihn, da kommt er. Ich habe Bakio her. Schleusentüren unverzüglich schließen. In der nächsten Folge von Bucky O'Hare steht Bucky dem stärksten aller Krötenkrieger gegenüber, dem gefährlichen Krötoboter. In einem galaktischen Duell geht es um die Rettung eines gesamten Planeten. Also Freunde, freut euch auf die nächste Folge von Bucky O'Hare.